Und da bin ich wieder mit einer neuen Folge des Brexit Diaries. Und natürlich geht es darum, wer der nächste Premierminister in Großbritannien wird. Von den ursprünglich 16 Kandidaten sind nur noch zwei übrig geblieben. Und zwar dieser Mann, Jeremy Hunt, der Außenminister, und Boris Johnson, der Favorit. Und diese beiden überbieten sich derzeit geradezu darin, den chaotischen No-Deal-Brexit Ende Oktober als super Lösung zu verkaufen. Und warum ist das so? Weil sie eben nicht vom britischen Wahlvolk als solchen gewählt werden, sondern nur von den Tory-Mitgliedern, den Parteimitgliedern der Konservativen. Und das sind 160.000, überwiegend Männer, weiß und eher wohlhabend. Und wir sind heute an einem Ort, wo die so gut wie alle sind. In Henley-on-Thames bei der Royal Regatta, wo übrigens Boris Johnson auch ein paar Jahre als Abgeordneter war. Das heißt, man kennt ihn hier drin. Und ob die Tories hier ihn dennoch wählen oder gerade deshalb, das gucken wir uns jetzt mal an. Rudern ist nämlich für die meisten hier Nebensache bei dieser Royal Regatta. Es geht stattdessen um Sehen und Gesehen werden. Und da die allermeisten bei diesem exklusiven Event Tories sind, ist es tatsächlich das Thema hier dieses Jahr, Hunt oder Johnson. Die erste, die ich frage, ist klar für Boris Johnson, den Favoriten. Jeremy Hunt might be a safer pair of hands, but I think he's just too flat and rather dull, whereas Boris I think is going to be proactive, he's going to be dynamic and he's going to put some personality back into politics and determination to sort us out. Whether he sorts us out the right way, I don't know, but he will do something. He's more to him than the other guy and he'll be able to deal with the Germans and the French a bit better maybe. Who would you vote for? I wouldn't vote for that gentleman. No, I'd have to. There's a limited choice in the UK anyway. I'd have to go for him. So for Jeremy Hunt. Yes. Why would you not go for Boris? Because he's a joker. We need somebody who's serious with Angela Merkel. This guy's a joker. He's like Donald Trump. Boris Johnson war hier Abgeordneter. War er da auch nicht besonders? Oder warum sind Sie so kritisch? So Boris wasn't good as an MP either? No, when he was elected, he's got all the talk. He's a showman. And for whatever reason, the Tory faithful love a showman. And give him 2 years, he'll be out. Maybe earlier. I hope so. I really hope so. Dennoch, die allermeisten hier sind sich sicher, dass Boris Johnson es wird. Auch wenn so gut wie niemand sich wohl damit fühlt, dass er einen chaotischen No-Deal-Brexit verspricht, egal was es kostet. Können Sie mir erklären, was mit Ihrer Partei passiert ist? Das war ja immer die Partei der Wirtschaft, der steuerlichen Vernunft. Und plötzlich scheinen die alle verrückt geworden zu sein. It seems like they're all gone mad a bit. Can you explain to me what happened? So this, I think, is appealing very much to the party members, who I think are very afraid of the threat from the Brexit Party, who are also very concerned because there are a significant number of members who do believe that having failed to deliver Brexit is a threat to the party. Vor genau diesen Tories aber haben wiederum die Briten Angst, die auf der anderen Seite sitzen. Die, die den Brexit nie wollten, keine Tories sind und deshalb auch über den nächsten Premier nicht abstimmen dürfen. Unfair sei das. It's not representative. That's the real problem. The people who are voting for Boris are mostly, no offense to anybody around here, but old white men. And that's not representative of the people of the country. And I just don't think that it's right that such an important decision. You must think we're mad, looking in from the outside, from Germany. For us, it's not existential, but it is, our lives have been turned upside down over the last 3 years. You might find it entertaining, we find it heartbreaking. Die Brexiteers auf der anderen Seite haben dafür wenig Verständnis. Die Sache sei entschieden, meint Will Hamilton, Geschäftsmann aus Henley, mit dem ich zum Ende des Tages doch noch einen echten Hardcore-Boris-Fan finde. Boris is the man who can bring the party together and he can bring the economy together and he's brave enough to take the UK into a Brexit, a hard Brexit, and leave Europe, which is ultimately what the people of the UK want to do. Also Sie glauben einfach daran, dass Großbritannien das schaffen kann und es ist Ihnen egal, was die Experten sagen. You don't care what the experts say, you think you're going to make it anyway. Certain businesses will be worse off, but there will be other businesses that will thrive on the opportunity. We will be on our own, outside of a political union, and we will be able to make decisions ourselves. That is the key. Good luck with that. Thank you. We'll see how it ends. We'll see how it ends. It may end in tears, but I can tell you something. The will of the UK people is very, very strong. I've understood that. Und wie das wirklich ausgeht, das werden wir in
zwei, drei Wochen wissen, zwei, Ende Juli. Und um das wirklich herauszufinden, müssen wir wieder die Google fragen, denn niemand weiß wirklich, was passiert. You don't really know, it's really close. It could be both of them, it right? It could be both of them, but I'll go Boris at this point. There you go. See you in 2 weeks. Tschüss. All right. Thank you. Thank you.